Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben in der letzten Folge ja die zweite Challenge geschafft und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir machen auch noch gleich die dritte hinterher. Und dieses Head-Trauma. In der Challenge kriegen wir auch wieder so ein Abzeichen, wenn wir es schaffen sollten. Und wir starten mit diesem schnieken Kosmos auf unserem Kopf. Einen Ironbar. Eisenbarren und Sojamilch und noch irgendwann einen anderen Teil. Keine Ahnung, wie das hieß. Und ihr seht schon, unsere Tränen sind einfach so richtig komisch und fliegen im Kosmos um uns rum. Diese etwas dunkleren Tränen, die damit fliegen, die kommen von der vom Eisenbarren. Und wenn die Gegner treffen, dann werden die mit einer Wahrscheinlichkeit von was weiß ich wie viel verwirrt werden. Und das ist bestimmt ganz nice. Erstmal die Fässer kaputt machen, warum auch immer. Einfach weil man es macht. Aber leider machen diese Tränen halt auch nicht sonderlich viel Schaden. Sind halt auch sehr klein, aber dafür treffen wir auch mehr. Nun muss man das irgendwie anpassen, dass die auch wirklich treffen. Ja, schwer zu sagen, aber ist so. Aber ich versuche mein Bestes. Und ich glaube, ich darf nicht in die Richtung gucken von denen. Dann treffe ich die, glaube ich, eher. Und ich schließe mich hier gerade ein, das ist nicht gut. So, hier bin ich, glaube ich, sicherer als da hinten. So, komm her. Los, komm her. Ich kann hier überall durchschießen. Oh, das wäre ja tragisch, wenn man das nicht könnte. Wenn man nicht durch diese Steine durchschießen könnte, dann wäre das ja richtig schlimm. Dann trifft man einfach gar nichts. Aber es geht ja also... Ja gut, spring dich einfach selber in die Luft. Er hat gemerkt, dass sein Leben keinen Sinn mehr hat. Hat sich dann... selber in die Luft gesprengt. Oh. Armer Typ. Ja, wir haben kein Space-Item, kein Trinket, gar nichts. Nur diese vier Items, nur vor allem. Und da sieht man mal wieder, was es für komische Kombos gibt in diesem Spiel. Finde ich richtig nice. Und ihr seht schon, die sind so verwirrt. Und das ist halt, wenn diese etwas dunkleren Tränen die treffen. Wenn mehrere von denen treffen wahrscheinlich und nicht nur eine. So, haben wir irgendwas bekommen? Nö, gar nichts. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo ein blauer Stein ist. Ein Stein mit einem Kreuz drauf. Nee. Und zudem möchte ich mal versuchen, ein bisschen schneller hier zu sein als die Zeit. Von daher sollten wir vielleicht ein bisschen schneller hier durchrushen. Ja gut, wenn wir sogar für die so lange brauchen, wird das wahrscheinlich nichts. Ein Dime. Unser erstes Geld und es sind gleich 10 Geld. Oh nein, sie verlassen ihre Formation. Was tut ihr fliegen? Ihr dürft das nicht. So, da wäre gleich der Boss. Wir könnten in den Shop gucken, aber wir haben gar nicht so viel Geld eigentlich. Ne, wir lassen das. Wir gehen in den nächsten Shop. Tuke of Lies, okay. So, da muss man aufpassen, dass man nicht gegen die Fliegen läuft, weil... ja. Weil man die halt nicht direkt abschießen kann. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und es fliegen hier viel zu viele Sachen rum. Wow. Hey, Duke of Lies, hör mal auf. Au. Ne, jetzt langt's mir. Jetzt bist du tot, danke. Yay, der Hundeknochen. Was habe ich ihn vermisst? Gut, ab in die nächste Ebene. Wir sollten schneller als die Zeit gewesen... Nein, sind wir nicht. Na, wir sind jetzt ganz knapp vor der Zeit. Wollen wir mal versuchen, noch ein bisschen schneller zu werden. Deswegen gehen wir auch in keine einzige Arcade. Oh, das Geldglitch raus. Auch nicht schlecht. Nehme ich gerne. Und dann machen wir mal weiter. Weitermachen. Wir machen weiter. Und da es sowieso keine goldenen Räume gibt, müssen wir auch nicht nach denen suchen. Ich glaube, wir müssen nicht mehr nach dem Geheimraum suchen. Weil, keine Ahnung. Was sollte da groß drin sein? Ich glaube, wenn man schneller als die Zeit sein will, dann muss man schon ein bisschen rushen. Und darf nicht alles erkunden. Sonst wäre das ja auch zu einfach. So, jetzt haben wir allerdings genug Geld. Dann könnten wir nochmal in den Shop reingucken. Das machen wir auch nochmal kurz. Denn im Shop kann ja doch nochmal was Gutes sein. Wie zum Beispiel ein Boomerang. It will never leave you. Okay, ein Space-Item auf jeden Fall.
Das probieren wir doch gleich mal beim Boss aus. Und es braucht anscheinend nur einen Raum. Oder gar keinen Raum. Prüfen wir das mal. Hui! Ah, okay. Es lädt sich so auf wie die Kerze. Nur langsamer. Nur ist das ein bisschen blöd, dass ich mit der rechten Maus erst das Item aktivieren muss und dann in die Richtung nochmal drücken muss, damit ich das Item einsetzen kann. Deswegen ist eigentlich Tastatur sogar besser. Ich kann nicht gleichzeitig schießen und mein Space-Item machen. Aber das kann ich auch so nicht. Ja, egal. So, ich glaube, wir sollten uns lieber so rum hinstellen. Weil die Tränen ja hinter uns fallen. Los, Boomerang! Flieg und Sieg! Los, Boomerang! Flieg und Sieg! Oh, aber der macht irgendwie nicht so viel Schaden. Kann das sein? Warte, wir prüfen das mal. Hua! Oh! Aber es macht ihn schwarz. Okay, das ist cool. Nee, doch nicht? Hä? Gut, dann war das wohl doch nur der Iwin. Nee, er war eben schwarz geworden. Okay, mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit macht der Boomerang den anscheinend schwarz. Naja, tot ist er. Und wir kriegen Mumps Unterwäsche. Range up. Bringt das auch was, wenn wir diesen Kosmos haben? Ich weiß ja nicht. Aber wir sind schneller als die Zeit. Das ist doch ein gutes Zeichen. So, hi, Boomerang. Ja, der Boomerang macht dir tatsächlich so schwarz. Das ist sehr interessant. Also macht er gar keinen Schaden? Nee, der macht wirklich keinen Schaden. Oder doch? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht macht er die einfach nur so schwarz, so eingefroren. Vielleicht friert er die Leute ja nur ein. Übrigens auch voll von The Legend of Zelda geklaut, ne? Beziehungsweise inspiriert worden davon. Boomerang, los! Das wäre witzig, wenn es jetzt hier solche komischen Schalter gäbe, die man mit Boomerangs... Mit Boomerang? Boomerang? Reng, Rang, Rung? Anschalten müsste, damit man irgendwo rüber kann. Dass das nur mit dem Boomerang geht. Dann ist das aber richtig von The Legend of Zelda geklaut. Das ist ja aber witzig. So. Der Boss ist hier nicht, okay. Dann nicht, Boss. Dann finde ich dich halt noch nicht. Wenn du nicht unbedingt sterben willst. Oh, wir könnten aber den Challenge-Raum... Gut, das machen wir kurz. Wir waren ja ein bisschen vor der Zeit da. Oh Gott. Können wir die ruhig mal für eine Telepille einsetzen? Zack, Boomerang, go! Aber macht er jetzt Schaden oder nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ha. Ich benutze es trotzdem einfach die ganze Zeit. Oh, hallo Last. Oh nein, du bist verwirrt. Dabei wollte ich dich mit dem Boomerang treffen. Oh, du bist schnell. Ah, Boomerang, los. Oh, danke, Boomerang. Guter Boomerang. Ah, Boomerang, Hilfe, Hilfe, Boomerang, hilf mir. Ah, Boomerang. Wieso ist der Boomerang nicht aufgetaucht? Los, Boomerang. Ja. Oh, der Boomerang ist aber praktisch. Zack. Oh. Okay, vielleicht sollte ich das Space-Item doch lieber auf eine andere Taste tun, auf eine der Schultertasten, damit ich da jederzeit rankomme und trotzdem schießen kann. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Okay, Lust. Du kannst jetzt auch tot gehen. Danke. Und was gibst du uns? Bombs Aki. Jetzt haben wir ungefähr gleich viel von beiden. Ist ja nicht so schlecht. Hatten wir auch vorher. Ist voll egal. So. Na komm. Ihr seht das, ne? Wie oft wir die einfach treffen müssen, damit sie sterben. Ist nicht so schön. Oh nein. Das wird ja jetzt nervig werden. Oh. Nee, okay, ist doch nicht so nervig wie gedacht. Die sterben ja. Zumindest ist einer bisher tot. Na guck mal, wir können die ganzen Tränen einfach so komisch steuern. Aha. Okay, das ist interessant. Dies ist interessant. Ich glaube, wir müssen in den großen Raum, um zum Boss zu gelangen. Und wir könnten hier mal rein. Da liegt ja noch ein Herz. Zwei schwarze Herzen. Nicht schlecht. Nicht so schlecht.
Na komm, die Truhe machen wir auch nochmal auf. So viel Zeit muss sein. So. Ach ne, nur ein halbes. Ja gut, das passt ja perfekt. Sehr schön. Und da ist tatsächlich der Bus. Wie ich vermutet hatte. Au. Okay, das war natürlich geplant, damit wir hier schneller durchkommen. So. Piep. Wie siehst du denn aus? Spreiz doch deine Beine nicht so. Ist ja widerlich. Boomerang-Action. Yeah, ich hab dich in der Luft eingefroren. Wie auch immer das ein Boomerang das machen könnte tun. Zack. Oh, bei ihm passt das so richtig perfekt. Wenn man ihn einfach verwirrt, weil er seine, weil seine Augen so schielen. Oh Gott. Er ist halt blöd. Wenn er seine komische Säure macht, kommen wir nicht gut an ihn ran. Weil die Dinger nicht unendlich weit fliegen. Au. Ne. Das langt jetzt. Was? Oh, ich dachte, er springt wenigstens ein bisschen. So. Den sollten wir aber schaffen, ohne zu sterben. Sonst wäre das jetzt ein bisschen arm. So. Ah, die Tränen brauchen halt so übelst lang, bis sie da sind. Dann machen sie nur so wenig Schaden. Tak, 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 tak. Sehr gut. Oh. Hoist that's up. Der Mario-Pilz. Ja. Okay, das ist schon mal nicht so uncool. Wir sollten immer noch schneller sein als die... Ach, das geht gar nicht auf, wenn man drüber steht. Okay, interessant. Wir sollten... Ja, aber nur knapp. Wir sind immer noch knapp vor der Zeit. Laufen wir mal schnell zum nächsten Boss. Bisher gab es dann nicht so große Schwierigkeiten bei dieser Challenge. So. Jetzt sollten die auch ein bisschen mehr Damage machen, die ganzen einzelnen Dinger. Wir haben schließlich Oysters ab und es sollten noch mehr erscheinen, weil wir ja ein... Ja, Oysters ab halt. Fire Weight ab ist das ja auch. Oysters ab ist alles ab. So. Oh Gott, zwei große Räume nebeneinander. Oh, was? Oh, das kann ja ewig dauern. Sterbt! Wir sind ein Beyblade. Naja, eigentlich nicht. Aber mit ganz viel Fantasie sind wir ein Beyblade. Und wir sind der Mittelteil. Wir sind quasi das Monster im Beyblade. Ja! Aua, ey. Die sind voll süß. Ich liebe diese. Die gucken sausüß. Und dazu machen sie den süßesten Sound im ganzen Spiel. Oh Mann. Ja gut, wir haben genug Schlüssel. Wir können in so einen Special-Raum gehen und gucken, was uns da drin erwartet. Da sind ja scheinbar immer andere Sachen drin. So. Achso, einfach nur ein normales, was weiß ich was. Gut, The Sun. Schöne Sache. Mit The Sun können wir doch was anfangen. In den Shop müssen wir ja nicht rein. Oh, eine kaputte Remote. It's broken. Ja, schön. Weiß ja dann nicht, ob wir sie mitnehmen sollten, aber wir haben sie jetzt einfach mal mitgenommen. Oh, warte, was? Gut. Wir hätten erst diese Verfolger da töten müssen. EBG. So, los, komm, geh auf. Zwing mich nicht, meine Karte einzusetzen. Hallo? Guck mal, schieß gar nicht in deine Richtung. Ha, ich hab dich verarscht. So, hallo Boss. Gerdi. Schön. Hallo Gerdi. Komm, wir setzen einfach das Sun ein. Warum nicht? Er kriegt ein bisschen Damage. So, und alles, was er spawnt, sollte doch jetzt eigentlich sterben davon, oder nicht? Fliegt er weit genug. An sich. Ach, Gerdi ist ja einfach. Ja gut, Gerdi war jetzt richtig einfach, vor allem weil alle Tränen einfach getroffen haben.
So, zumindest 99% der Tränen, die ich rausgeschossen habe, haben mich noch getroffen. Und das hatten wir, glaube ich, schon mal. Plazenta, ja. HP-Regen. Nice one. Ist auch nicht schlecht. Wir haben übrigens den Geheimraum da eben gesehen, aber sind nicht hingelaufen, weil wir schneller sein müssen als die Zeit. Ich will wissen, was wir dann bekommen. Ob wir dann einen neuen Charakter bekommen oder irgendwas anderes. Ja, komm, für eine goldene Kiste machen wir das. Das können wir auch gleich einsetzen. Piu! Oh. Tabby's Head macht was anderes als vorher. Okay. Ich dachte, da kommen jetzt so große Tränen raus. Wie beim alten Isaac, aber anscheinend teleportet es. Gut. Haben wir ein Item umsonst bekommen. Wir mussten nicht mal die Gegner da drin besiegen. Sorry, ich muss das einfach nachmachen. Ich liebe diesen Sound. So. Nein, ihr Hörne. Gehörne. Au, toll. Oh nein. So, blaues Hirn, stirb und gib mir ein Herz, danke. Wo könnte denn der Boss sein? Ich will hier eigentlich gar nicht rein. Au, die sind doof. Ich finde die echt doof. Das sind, glaube ich, einer meiner Hassgegner. Weil die einfach sofort loswerfen. Fragen gar nicht, wie es mir geht oder so. Sie werfen einfach sofort los. Aber schön, dass wir diesen Kopf haben. Dann können wir einfach aus jeder unangenehmen Situation raus. Uns rausporten. Ist ganz geil. So, die besiegen wir kurz. Die sollten ja nicht so schwer sein, sobald sie nicht mehr hüpfen können. Ah, trifft uns aber natürlich trotzdem nochmal. Egal, hat ja nur ein halbes Leben abgezogen. So, hier ist nichts, das heißt, wir gehen hier raus. Oh, jetzt sind wir ganz schön weit oben. Okay, nice. Dann sollte hier jetzt langsam mal der Boss kommen. Na, gegen euch will ich eigentlich auch nicht kämpfen. Bye, bye. Da ist er. Da hätten wir aber noch einen langen Weg vor uns gehabt. Wenn man sich das mal so anguckt. Oh, das verwirrt einen voll. Hilfe! Nein! Sterb doch bitte einfach. Oh Gott, ich verliere viel zu viele Leben. Jetzt sollten wir aber sehr viel Zeit gewonnen haben, auf jeden Fall. Hoffe ich doch. Und wer ist der Boss? Monstro 2! Hatten wir auch noch keinen Mal. Ob er hier wohl ausspucken kann? Wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn nicht. Kann man ihn auch so komisch verbacken? Na, Spuck. Das hört sich viel geiler an. Nice. Au. Oh, nee. Komm, wir haben eine kaputte Fernbedienung, ja? Da kann er uns jetzt nicht so viele Leben abziehen. So, eigentlich muss man ja nur seinen Dingern ausweichen. Okay, seine Fliegen sind aber auch ein Problem irgendwie. Die nerven ein bisschen. Oh, das ist ja noch... Die sieht man doch einfach gar nicht, wenn sie so eingefroren sind. Und unser Leben neigt sich leider dem Ende zu. Oh Gott. Nein, komm schon. Und so viel Damage machen wir leider nicht. Mom stelle ich mir wieder einfacher vor. Aus irgendeinem Grund. Mit der Item-Kombination. So, jetzt ist aber auch gleich Monstro tot. Das ist doch schon mal gut. Wäre schön, wenn wir jetzt nicht noch ein Leben verlieren würden. Gut. Alles klar, sehr schön. Und eine Spritze, die wir, glaube ich, noch nie hatten. Südheul. Damage up, was? Ich habe das... Ach ja, und wir haben... Ah ja, nice. Gut, 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 gut. Wir haben hier HP-Regeneration eingesammelt und die Zeit ist leider schnell gewesen. Krass. Okay, wir müssen schnell zum Boss, aber so richtig schnell. Was haben wir hier? Hä? Oh, der Raum sah so komisch aus. Ich dachte, das wäre ein Challenge-Raum. Okay, dann war das unnötig, dass wir hier reingegangen sind. Obwohl, wir brauchen auch noch ein paar Leben.
Wir können dann eine Arcade spielen und da ein paar Leben holen, aber... Oh Gott, dann wird das mit der Zeit ein bisschen knapp. Aber lieber mit der Zeit knapp werden, als keine Leben mehr haben. So. Diese was? Die teilen sich nochmal auf? Da kommen nochmal so kleinere raus. Das ist ja heftig. Okay, das... machen wir das so. Da könnten ja auf jeden Fall blaue Herzen... Meet Strangers wird aus... Cool! Das nehmen wir auf jeden Fall... Jera! Den hatten wir in der im letzten Dings freigeschaltet. Mit der letzten Challenge. Keine Ahnung, was es macht. Wir nehmen es einfach mal mit. Hallo, Chub. Mal zwei. Wie geht es euch? Alles gut bei euch? Du bist verwirrt. Bitte treff mich nicht. Was cool wäre, wenn die Leben verlieren würden, indem sie auch über die Stacheln laufen. So, aber wie es aussieht, kommt der zweite gar nicht hier rüber. Und das bedeutet gar nichts. So, ja, mach halt. Friss die Bombe. Willst du noch eine? Nicht? Okay. Dann nicht. Auch nicht so schlimm. Oh, eine Kiste. Eine Kiste mit einem Leben immerhin drin. Nee, Mutti, bitte nicht. Muss nicht sein. Muss ernsthaft nicht sein. Vor allem drei Stück von euch müssen nicht sein. Kommen die wieder? Ja, die kommen wieder. Aber sind schon tot. So, oh nee. Komm, geh kaputt. Hey, wo ist denn der Boss? Modi, ich such dich. Deine Hände habe ich schon vernichtet, aber wo bist du? Da bist du, okay. So. Ja, komm, hör auf zu springen. Hör auf zu springen, habe ich gesagt. Dankeschön. Da kommen wir leider nicht ran. Doch, wir haben... Nein, Hanged Man haben wir leider nicht mehr mit. Gut, dann gehen wir mit 3,5 Leben zur Mutter. Sollte nicht so schwer werden. Jetzt, wo wir... Guck. Und deswegen... habe ich mir gedacht, dass Mutter auch einfacher ist, weil man sie einfach überall trifft, egal wo man steht. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir nicht so oft getroffen werden und dann treffen wir sie einfach überall. Und die Gegner, die sie spawnt, treffen wir halt auch. Das ist richtig gut. Haben nochmal ein Leben regeneriert eben. Ist auch nicht so schlecht. Und wenn das hier jetzt nicht so lange dauert, dann sollten wir sogar schneller sein als die Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Oh, nee. Jetzt verlieren wir aber gerade ein bisschen viele Leben. Oh, fuck. Nee, nee, nee. Das wird mir hier gerade ein bisschen zu knapp. Okay, gut. Die hatten wir aber schon mal, Matchbook. Bringt uns also gar nichts. Warum auch immer ich jetzt die Bombe einsammle. Aber die Challenge ist geschafft. Rune of Ewards. Freigeschalten. Und wir haben... Waren wir nicht schneller als die Zeit? Wir haben nichts anderes freigeschaltet? Ernsthaft? Gar nichts? 55 Pennies. Taking Damage. Deals with the Devil. Unlock by having 4 plus Soul Hearts. Hatten wir noch nie über 4 Seelenherzen? Das ist ja blöd. Oh, wir haben nichts bekommen. Das finde ich schade. Ich dachte, wir wären schneller als die Zeit gewesen. Aber die Challenge haben wir? Ja, haben wir. Gut, dann war es das erstmal mit der Challenge-Time. Wir machen die Challenges dann weiter, wenn die vierte und so fertig sind. Beziehungsweise geunlockt sind. Ich will jetzt nicht hier einfach immer so blöd hin und her springen. Wir machen das alles chronologisch. Also beim nächsten Mal wieder ein normaler Mann als Isaac. Und dann versuchen wir mal wieder einen neuen Charakter freizuschalten. Oder weiter als Mom zu kommen. Oder überhaupt bis zu Mom zu kommen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.